Ich muss Draco finden. Wenn nicht, dann ist die Mission gescheitert. Und damit willkommen zum Let's Play Harry Potter 2, die kann man sehr schrecken, würde im PC. Und ja, Leute, ne? Unsere Mission ist Draco finden, wie schon gesagt. Ist das hier eine Platte? Jo, ist es. Und wo kommen diese Wesen raus? Die bösen Wesen? Okay, das ist für nichts. Warte mal. Das geht öfters, ne? Nee, eben nicht. Okay. Dann halt nicht. Dann halt hier lang. Okay. Der Weg ist ja schon sehr seriös zum Gemeinschaftsraum, ne? Nur so nebenbei so erwähnen, ne? Wir haben ja nicht so geile Rüstungen da stehen. Und so geile Steinwände und Böden, ey. Die haben echt schon so einen Fetisch, ne? Steinfetisch, bitte mal. Geht das nicht? Okay. Da nicht. Geil, die haben Kerker hier. Bei ihrem Gemeinschaftsraum. So, da oben hat sich da gedreht, sehe ich gerade. Ich dachte, das ist da von über uns, dieses Kreisding. Wenn er kam. Und ja, schon mit der rechten Alter. Sind die irgendwie kleiner? Diese Grumps, nein, diese Gnome. Gnome waren es, diese Grumps. Ja. Nur so nebenbei, ne? Ach, eine Reihenfolge. Ich sag grad schon. Ja, ich denke immer sehr gerne. So, der Kompass zeigt nach was? Nach Norden, ne? Nach gefühlten Norden. Ich finde, das sieht echt aus wie ein Kompass, ne? Nee, da ist der Polarstern! Ich wusste schon immer, dass Slytherin den Polarstern geklaut hat. Und so, ne? Und ja. Alter, viel Spaß, Goyle! Alter, bist du ein Spacken! Viel Spaß, Goyle! Alter, bist du ein Spacken! Alter, bist du ein Spacken! Alter, bist du ein Spacken! Alter, bist du ein Spacken, ey! Wie Spacken vernasche ich so mal Kotzstück! Damit meine Frühstück, ne? Und dann nebenbei zu erwähnen, ne? Jo! Das ist für mich nicht einschließlich. Ich komme! Nein, Spaß! Hallo, wieder lang, ey! Wäre echt lebensmüde, ey, wenn ich das tun würde, ne? Wäre schon ein bisschen krank im Gehirn. So. Bin froh, dass Goyle, oder Harry, er gesagt, oder Gary auch genannt, noch seine Sprungkraft hat. Mit diesem Gewicht, was Goyle hier auflegt. Mit seinen 30 Tonnen. Okay, ich schleime gerne Sachen. Ich glaube, ich habe schon mal gebracht, dass wir einfach nur unseren Zauberstab in die Nase erstecken müssen und dann einen Schleimer machen müssen, ne? Das habe ich ja schon mal gebracht, glaube ich, ne? Also unsere Nase entschleimen. Oh Gott, was kommt denn da raus? Ach, ich verstehe. Ich verstehe die ganze Situation. Leute, ich muss kurz einen Report machen, bis gleich. So, ich bin von der Pause oder Unterbrechung wieder da und hab mir mal einfach neue Wasserflasche mit mir geholt, weil meine alte war leer. Okay. Das ist scheiße. Ich hab's falsch gemacht, Leute. Nee, doch nicht. Das haben wir ja schon aktiviert, ne? Leute, ich muss kurz noch eine Pause machen, ne? Boah, ne, immer diese Störungen, ne? In meinem Gebäude hier, ne? Oder in meinem Zimmer, ne? Bis gleich. So, Leute, aber für diesen Part ist es wahrscheinlich die letzte Störung gewesen. Aber ja, da ist ja schön, ne? Jetzt kann ja das ja dran klatschen an die entschleimenden Dinge. An die ans Ektoplasma. Die Ektoplasma. Was sagen Leute, der Raum ist ja eigentlich ja sehr groß, ne? Finde ich jetzt, oder? Es ist einfach nur eine schwarze Wand. Das geht auch. Und da das gleiche einfach, ne? Und der Boden ist auch sehr schwarz. Alles sehr emotional gehalten, ne? Ja. Wie ist Slytherin? Alle auf dem Emo-Tempo heutzutage. So, ja, in der letzten Pause gerade eben, da habe ich mir was zu essen geholt, ne? Ich habe was gegessen, ne?
Würmer. Eine Wand. Aha. Okay. Was ist hier? Das ist gefährlich, sehe ich. Also gehe ich da nicht lang, weiß ich jetzt schon. Ach komm. Du bist noch dran. Da geht ja klar hin. So. Aha, war doch klar gewesen. Da, du. Alter, ne. Ich guck immer nur noch nicht auf diese Goll-Harry-Schimme klar, ne? Ohne Witz. So, Bohnen, ey. So. Bloß nicht runterfallen. Hier! Das wäre unschön. Und Rictus Temporal auch nicht. Rictus Temporal. Und nochmal, und nochmal. Oder auch nicht. Das ging doch, ne? Bei irgendeinem Dinger ging das, glaube ich. Hab ich noch im Kopf. Oder auch nicht. Auch nicht schlimm. So. Du bist nicht tot, sehe ich. Aber jetzt hoffentlich, ja, bist du. Jo, da bist du immer noch. Bist du immer noch tot? Nee. Der war komisch. Das war scheiße gerade von mir. Weil. Ich brauche ja. Den Lumos-Zauber, damit die geheime Wände sich damit sich die geheime Wände finden lassen, ne? Damit die sich in kleinen wie Frauen, den Arm bei mir in der Straße. Bin der Klangeber. Und auch nicht so macho. Aber sonst ist der gleichens. Du bist zum Beispiel arrogant oder die dann, weil ich halt so will, so ist. Okay, bitte. Oh, eine Bildkarte. 4 Herzenszähne. Das ist nice, muss ich zugeben. Muss ich zugeben, ja. Leute, ich glaube, da habe ich ja doch schon mal gespielt. Alter, wie viel ich schon aufgenommen habe von diesem Spiel. Weil ich es abgebrochen habe, ist ja auch schon so eine Schande eigentlich von mir. Dass ich es früher nie weitergemacht habe. Ich hatte auch schon viel Herzenszähne, weiß ich noch, Leute. Hält mir gerade so wie ein, so ganz spontan. Wie er ganz spontan fällt und einen Orgasmus kriegt. Oh mein Gott. Das wollte ich nicht hören. Scheiße. Boah, denn ernst? Oh mein Gott. Lebendo. Ich bin so scheiße, weil ich Gold bin. Aber eigentlich bin ich ja Harry, aber trotzdem. Ich heiße Gold und sehe so aus, als bin ich scheiße. Ja. Mann, ey, ich kann kaum springen, Alter, weil ich Gold bin, ey. Oh mein Gott, ich bin so scheiße, weil ich Gold bin. So. Die Bildkarten habe ich ja noch eingesammelt, glaube ich, hoffentlich. Wenn ich dann scheiße, aber ich. Boah, ich muss fast aufstoßen, Alter. Ohne Witz. Ohne Witz. Ohne Witz, kein Spritz. Aha. Ein neues Gebiet ist freigeschaltet. Ja, voll neu ist das. Auf jeden Fall. Diese Leiter wollte ich sagen. Diese Treppe ist es auch nicht. Diese Brücke ist für mich ganz neu. So ungefähr null neu. Okay, da ist nicht schlimm, wenn ich eins wegballere. Ist ja auch mal schön zu wissen. Finde ich jetzt, ne? Weil nicht jeder kann wissen, wie eine Brücke fällt, ne? Weil ich habe es ja miterlebt, eben gerade. Spaß, Kind. Ne? Dank diesem Spaß, die NPC. So, jetzt laufe ich einfach da geradeaus durch. Durch die Wichtel hindurch. Und lass mir nicht anwichteln. Lass mir nichts anwichteln, was mir nie. Da, was ich nicht haben will. Oh mein Gott. Da nicht mehr kommen, ey. So wie kleine. Na, egal, sag mal nichts. Ja. Wir sind da, Leute, wir sind da. Wir sind im Gemeinschaftsraum von Silverburn. Von Hogwarts. Sieht ja schon sehr grün aus, ne? Und sehr steinig, wie ich schon mal gesagt, steinfetisch, ne? Interessante Bilder. Interessante, nicht interessant, ha. Silverburn, da steht sogar. Sogar zweimal steht es da. Das geht nicht, schade. Ja. Das geht, oder? Ja, das geht. Oh, Spinne, ihr. Will schon Spinne haben, ey. Ohne Witz, ey, Spinnen, die sollen man alle verbrennen und dann in. In den Mülleimer schmeißen. Ne, in die Müllpresse lieber. Wäre mir viel, viel lieber. Hier lang, hier ist ein Brunnen. Nice. Wir haben keinen Brunnen. Gryffindor! Gryffindor! Ja.
Gryffindor. Wir sind so doof, weil wir so rot an uns ragen. Oh mein Gott, hier ist eine Bücherei. Die Bücherei ist stets bereit für diesen breiten Breit. Ja. Hat sie irgendwas gemacht? Ach so, die Bücherregale verschieben sich. Okay. Habe ich nur übersehen, dass sie Regale verschieben, Leute. Tut mir leid. WTF. Das kam sehr unerwartet. In der Tat. Die Kiste, die ist offen. So wie die alte von neben sich verdroschen. Das passt nicht. Im Endeffekt. So. Oder eigentlich erst einen anderen Witz bringen, aber den habe ich dann doch gelassen, ne? Weil der wäre dann dort jugendfrei gewesen. Dieses LP, ne? Ihr müsst ja auf das Alter achten, ne? Das Spiel ist ab 6 und nicht ab 18. So. Meine arme Hand, die tut es weh. So wie der Wind weht. Nice! Okay, Leute. Das sieht nice aus. Das sieht in der Tat nice aus. Hier ist Holz. Hoffentlich keine Holzkohle, sondern nur Holz. Holzrinde. Baumrinde, eher gesagt. Hoffentlich keine Mega-Power-Rinde, weil die könnte ich sehr gut gebrauchen. Ne? Brauchen, nicht gebrauchen. 6-1, okay. Wir brauchen ja nur sehr viel Schleim. Ich glaube, ich gehe mal nicht in die Toilette von Slytherin. Da finde ich, glaube ich, sehr viel Flubberwurm-Schleim, wette ich mal. Na, wer checkt es? Du willst doch nicht, dass wir Professor Snape rufen, oder? Mach schon, ich bin Goy, Alter. Komm. Du willst doch nicht, dass wir Professor Snape rufen, doch, will oder? Ich. Ist mein Ernst. Du willst doch nicht, dass wir Professor Snape rufen, oder? Verstehst du mich nicht? Ich will es doch. Du willst doch nicht, dass wir Professor Snape rufen, oder? Doch, ich will es. Wie schon mal gesagt. Aber egal. Wenn mich kein Snape holen soll, dann eben nicht. Dann gehe ich halt zu den Jungs. Da, wo ich nicht hingehöre, weil ich Goy bin. Da bist du ja, Goy. Ich hab dich überall gesucht. Aha. Los mir nach. Deshalb habe ich dich auch gar nicht gesehen hier irgendwo, ne, in diesem ganzen Konstrukt von der Gemeinschaftsraum. Weißt du, Goy, ich vermute, Dumbledore will diese Angriffe vertuschen. Er wird entlassen, wenn der Spuk nicht bald aufhört. Der heilige Potter, Freund der Schlammblüter, ist auch so einer ohne das wahre Zauberer-Empfinden. Und die Leute halten ihn auch noch für den Erben Slytherins. Wenn ich nur wüsste, wer es ist. Ich könnte ihm helfen. Du musst doch irgendeine Vermutung haben, wer hinter all dem steckt. Du weißt, ich habe keine Ahnung, Goy. Wie oft soll ich dir denn noch sagen? Aber eins weiß ich. Das letzte Mal, als die Kammer des Schreckens geöffnet wurde, ist ein Schlammblüter gestorben. Also wette ich, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis einer von ihnen diesmal umgebracht wird. Ich hoffe, es ist die Granger. Wie auch immer, Draco. Ich gehe jetzt besser. Wohin denn? Zum Krankenflügel. Ja, genau, zum Krankenflügel. Ich habe Bauchschmerzen und ich muss mir eine Arznei holen. Dann mach, dass du wegkommst. Ich habe keine Lust, mir den ganzen Abend dein schmerzverzerrtes Gesicht anzusehen. Ich gehe zum Krankenflügel. Ich brauche Arzneimittel, weil mein Kopf platzt, weil er so riesig war. Riesiger als mein Bauch. Und da ist ja schon mal was. Mein Kopf platzt. Und ich bin Harry. Geil. Ich sollte den Slytherins besser aus dem Weg gehen und mich rausschleichen. Wenn sie mich hier entdecken, wer weiß, was sie dann mit mir anstellen. Die werden dich knebeln. Nein, sie werden dich nicht knebeln, die werden dich sofort zersäbeln. Wer das? Professor Snape? Ich glaube, ich habe hier eben einen Gryffindor. Oh mein Gott. Das stimmt nicht, ich bin ein Slytherin. Ich bin doch... Irgendetwas stimmt nein, hier nicht. Überall. Professor überall Snape? Diese Leute. Inge, schwarz, grün, Menschen. Das müssen Slytherins sein. Nein, die will nicht vergewaltigen. Nein, renn, Harry, renn. Ich muss hier raus. Ich glaube, ich habe hier eben einen Bist du? Oh mein Gott, eine Horde von Zombies hinter mir her. Irgendetwas stimmt hier nicht. Renn. So, wir sind draußen, Leute. Die Nachricht, dass der fast kopflose Nick versteinert worden war, verbreitete sich nach den Ferien wie ein Lauffeuer in der Schule.
Die Schüler dachten, wenn sogar ein Geist versteinert werden konnte, wäre niemand mehr sicher. Die Erstklässler gingen nur noch in kleinen Grüppchen durch das Schloss, denn sie hatten Angst, angegriffen zu werden, falls sie alleine herumspazierten. Es kam zu einem blühenden Handel mit Talismanen, Amuletten und anderen schützenden Utensilien. In der Zwischenzeit hatte Harry erfahren, dass Draco Malfoy nicht der Erbe Slytherins war. Aber wenn es nicht Draco ist und auch nicht Harry, wer ist es denn dann? Beeil dich, Harry. Der Unterricht in Verteidigung gegen die dunklen Künste fängt gleich an. Schon wieder Unterricht bei dem. Das wird wunderbar werden. Professor Lockhart will uns Elasto beibringen. Nun komm schon, Harry. Die Zauber weiß ich auch noch, aber ich muss sagen, ich habe gerade dunkle Künste, Verteidigung gegen dunkle Kürbisse gelesen, ne? Nur mal so an Rande, ne? Reingeschmissen, ne? Verzeihung. Hallo. Ist hier vorbei? Ja, oh erstmal hier blaue, erstmal hier 5 Euro, ne? Ja, egal, gehe. Ich will speichern, nein, ich will nicht speichern. Ich gehe erstmal hier durch. So Lockhart. Diesen eleganten. Ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, einem Bowtruckle ein Stück Mega-Power-Rinde abzunehmen. Noch nie geschafft? Also ich habe es schon oft genug geschafft, ne? Nur so nebenbei zu erwähnen, ne? Ach ja, jetzt zu diesem Locker. Zu diesem eleganten Locker, wie schon mal eben erzählt, ne? Der uns Elasto beibringen will. Elasto. Es bringt Elastigkeit. Damit wir noch länger einen Zauberstab kriegen können. Ja? Beeil dich. Wir wollen doch nicht zu spät zu Professor Lockharts Unterricht kommen. Wieso wir? Ja, wieso wir? Frag mich auch schon die ganze Zeit, ey. Ja, ich glaube, Elasto! Nein, Elasto war, glaube ich, eher der Zauber dafür da, um uns hochspringen zu lassen. Mein Schimmel, die kracht voll ab, ey. Die kracht voll ab! Oh mein Gott! Mino, wo bist du lang gegangen? Ich hab dir nicht zugeguckt. Alte Streberin. Okay, ich geh einfach hier lang. Vielleicht ist es ja richtig, ne? Man kann ja auch mal Glück haben, ne? Nein, es ist falsch. Das sehe ich jetzt schon. Das hier ist die Etage mit den Mädchentoiletten, wo Gold hingehört. Aber nicht Harry. Harry ist so cool für Mädchentoiletten. Er braucht Tanzentoiletten. Ja. Nein. Nicht wirklich eigentlich. Chinesisch. Ja, ich sammle du das Büro, ne? Wo wir entführt worden sind, ne? Von Mrs. Lass mich nicht lügen, Mrs. Ich habe den Namen vergessen. Miss Gonigal, so hieß diese alte Tante. Willkommen zu eurem Lieblingsunterricht, liebe ja, Gryffindor-Schüler. Wartet mit den Jubelrufen, bis wir Elasto gelernt haben. Harry Potter, du siehst aus, als wolltest du unbedingt noch etwas dazulernen. Steh auf und tritt vor die Klasse. Wir werden den anderen dann zeigen, wie das geht. Warum immer ich? Das habe ich mich auch gefragt. So, oh Gott. Konzentriere dich auf das Symbol vor dir und lass dich nicht von meinem fabelhaften Aussehen irritieren. Vor dir wird ein Zauberstab erscheinen, der die Form des Symbols nachzeichnen wird. Wenn der Zauberstab sich genau über dem Pfeil befindet, musst du die entsprechende Pfeiltaste drücken, um das Ziel zu treffen. Die Herausforderung besteht aus 3 Übungen. Du musst in jeder Übung alle Ziele exakt treffen, um fortfahren zu können. Übung 1. Fang an. Ja, mir nicht ablenken lassen von deinen fabiösen Aussehen, ne? Ich glaube, dein Aussehen wäre eher der Grund, warum ich jetzt verkacken werde. Aber egal. So, einfach den Elasto-Kurs bestehen, ne? Dann können wir weiter verstehen. Die ganze Sache, ne? Gut gemacht, Harry. Du kannst nun mit der nächsten Übung beginnen. Was? 5 Punkte für Gryffindor. Übung 5 Punkte, oh mein Fang Gott. An. So, okay. Oben, rechts, rechts, oben, unten. Dann haben wir oben, dann wir rechts und oben und unten. Aber danach kommen wir oben und dann rechts und dann rechts und dann oben. Dann wir unten und kein rechts. Bei egal. Gut gemacht, Harry. Du kannst nun mit der nächsten Übung beginnen. 15 Punkte, Hauspunkte. 10 Punkte für Gryffindor. Übung 3. Okay, ich sehe, aber jetzt 15 gleich, weiß ich mal. Ich bin ein fliegender Holländer, der sich immer in die Hosen kackt.
Ja, ja, ho, ich bin so scheiße, weil ich grün bin. Nicht. Deshalb ist es ja so scheiße. Versuch es nochmal, Junge. Ja, ich mache es ja schon, Herr Gerter, Herr. Der dubios nicht aussieht, aber egal. So, rechts. Fabelhaft gezaubert. Ich weiß. Mach weiter so. Ich bin ja Harry Potter. Der Junge, der überlebt, ne? Ach ja, mein Codename ist auch nicht mehr schön, ne? Der Junge, der überlebt, ne? Gute Arbeit, mein Junge. Du hast alle Übungen abgeschlossen. 15 Punkte für Gryffindor. Nice. 500 du hast jetzt. Es geschafft, Harry. Du beherrschst jetzt Elasto. Jetzt ist es Zeit für meine brandneue und schon bald weltbekannte Elasto-Herausforderung. Bald? Wundi. Willkommen zur Elasto-Herausforderung, Harry. Um die Herausforderung erfolgreich abzuschließen, musst du den Stern der Vollkommenheit einsammeln. Er befindet sich einige Stockwerke über uns. Hol dir den Stern der Vollkommenheit so schnell wie möglich. Spring die Uhr auf Null, bevor du ihn hast, gilt die Herausforderung als verloren. Auf deinem Weg wirst du noch weitere Sterne finden. Hebst du sie auf, erhältst du Zeit- und Punkteboni. Ich empfehle dir, sie alle einzusammeln. Versuche, den Stern der Vollkommenheit so schnell wie möglich zu finden. Je mehr Punkte du am Ende der Herausforderung hast, desto mehr Hauspunkte bekommst du. Ah, Leute, okay. 1000 Zeit nur? Okay, da ist scheiße. Go, go, Harry! Geh ab, wie du noch nie abgegangen bist! Elastoteppiche okay. sind überall Lasso. In Hogwarts versteckt. Wendest du Elasto auf sie an und springst dann hinauf, fliegst du wie ein Gummiball in die Luft. Suche okay. den Boden nach diesen Symbolen ab. Sie führen dich zu versteckten Elastoteppichen. Aha, okay. Ungefähr so. Elasto! Oh mein... Achso, okay, so ging das. Geht das noch? Okay, ging nicht. Aber hier ist ja noch was, oder? Ach, ist ja eh nur Bohnen, ne? Ach komm, Bohnen sind Bohnen, ne? Die brauche ich auch. Bohnen sind nicht scheiße, Bohnen sind gesund. Für den Magen. Ja, das ist so. Ich hab Bohnen studiert. Seit mein 8. Leben, ja. Lebensjahr. Nicht Leben, ja. Ich lebe ja erst seit... Ja, seit ein paar Jahren halt, ne? Da, oh, hier geht's ja durch. Wusste ich gar nicht. Oh mein Gott, bin ich verpeilt. Aha, wo? Wo? Ihr habt gehört. Ach du. Oh mein Gott. Oh ja, yeah, es geht sogar. Oh mein Gott, was? Nice. Okay, eine Bildkarte ist auch nice. Kenn ich die? Ich wusste es, Merlin, Mittelalter, Daten unbekannt. Berühmtester Zauberer aller Zeiten, auch Prinz der Magier. Magier genannt. Gehört zum Hof von König Arthur. Arthurs, Mann, nicht Arthurs. Leute, wenn wir schon mal bei Arthur sind, ich bin, Dark Souls, ne? Ist auch ein geiles Spiel. Wie ich darauf komme, sage ich euch gleich. Imps sind gemeine kleine Kreaturen. Halte dich von ihnen fern, denn ihr Biss ist tödlich. Wie bei den Gnomen kannst du auch bei den Imps Flipendo verwenden, um sie in ein Gnomenloch zu befördern. Imps, okay. Das erste wären, Boatrockles, aber... Oh Gott! Geh weg von mir! Oh! Geh tot! Geh tot! Geh tot! Geh sterben! Geh sterben! Geh verrecken und ach ja, ich kann so nehmen, geil. Rein damit. Rein in das kleine Löschchen, wo du hingehörst. Hier. Oh. So, da gehen wir mal drauf, würde ich sagen, einfach, weil ich es kann. Mach ich auch hier ein paar Ende, glaube ich, oder? Mach ich es? Erst diesen gefährlichen Sprung. Oh mein Gott, der hat mir das coole gehabt in der Aufnahme. Hä? Hey, wo ist denn da hin? Achso, ich verstehe. Geil, ein Stern. Ein kleiner Boni Stern. Achso, verstehe. Ich verstehe diese Sache, Leute, ja. Fährt das da hinten auch weiter? Jo, danke. Ja. Jetzt noch richtig sauber aussprechen, Harry, ne? Wäre auch ein Schritt für guten Magierkenntnisse. Ja.
Aber aus Prinzipien will ich da raus. Oh mein Gott, ich bin dieser Sprung, ey. Und ich muss sagen, ja, ach, Speicherbuch, sehr nice. Ich muss sagen, bis zum nächsten Part von Helper, gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Oder abonniert mich auch, wenn ihr es toll fandet, so sehr toll und so, ne. Bis zum nächsten Part, tschüssi, Kowski.